Es hat ja schon eine Runde drin. Nein, das kann ich gesagt. 65. Bam. Ui, 2. Oh Gott. Ja, gleich geht es los. Einer geht noch rein. Nein, Sassi. Ich habe die Challenge vergessen anzukündigen. Heise. Ja, dann machen wir die eben. Aber okay. Erst nach der Anmoderation. Ich kündige die einfach nach der Anmoderation ab. Hallo, ihr herzlich willkommen, meine Gang, auf YouTube Folge. Hallo, Schaunlein! Mit der Sassi, mit der Janine und mit Mundi. Hallo! 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 Und wir haben uns eine neue Challenge rausgesucht, und zwar ist die Challenge von Biber LP. Und heißt so viel wie: Wir müssen die erste Runde komplett ohne das Einsetzen von. Sophie hat geschummelt. Ja. Ohne das Einsetzen von Magie reiten. Weil ansonsten zählt das nicht. Und das werden wir jetzt mal versuchen. Doch, ich bin aber Sophie hat jetzt schon geschummelt. Das hat jeder gesehen, Leute. Das hat jeder in der Aufnahme gesehen und überhaupt. Oh lol, und sie hat ein Fortune-Egg aufgesammelt. Ich habe auch schon ein Ei gefunden. Also bisher läuft es ja gut. Wo ist Mundi eigentlich? Mundi, wieso bist du so weit hinten? Ja. Wie seid ihr so weit hinten? Warum bist du so kacke? Ich so weit vorne bin. Ja, das war ich mich auch, weil die anderen noch nicht. Bitte? Darf ich meinen Drachen wegschmeißen, weil vor mir ist niemand? Nein, darfst du nicht. Du darfst nichts einsetzen. Und mit einsetzen ist jede schiftige Aktion. Und was? Gemein. Okay, aber jetzt! Jetzt darfst du es wegschmeißen. Genau wie ich. Ich hab meins auch direkt mal weggeschmissen. Und da kommt schon der erste Drache nach vorne. Nein! Scheiße! Eis! Hier, Team Boost! Danke! Sehr gerne! Auf die Schnauze erstmal. Ich muss mich mal hier. Oh Gott, wer hat denn den Drachen an der zweiten Stelle? Geh einfach weg, geh einfach weg, geh einfach weg. Ich hab ne Bublé. Ich auch. Die Bublé behalte ich jetzt erstmal. Oh Gott. Da drin ist weg. Ja, nicht so schlimm. Die ist ja im Gegnerteam. Ja, eben, mein ich ja. Ich warte nur, bis hier vorne gleich irgendwie so ein Britzelball angeflogen kommt oder so. Aber wir sind gerade weit vorne, Freunde. Oh, nur Mundi, die kackt wieder rein. Ja, Mann, Alter. Denkt sich so, nee. Da halte ich nicht mit. Lass dich shoot ihn ab. Wen? Nein! Ja, doch. Außerdem heißt das nicht abschuten. Oh. Ah! Lass dich mal aus. Oh Gott. Bobbel, bitte. Billy. Nein. Ich will das gewinnen. Geh weg! Du bist kacke, William! Du bist kacke, William! Sie ist Fünfter geworden, du Leute! Bist kacke. Es geht du bist schon kacke. Wieder los, Freunde. In den letzten Folgen hat sie sich echt zurückhalten können, aber ich glaube, heute ist nein, es wieder kacke, vorbei. Du bist kacke! Nein, ich bin nicht kacke. Ja, ich tu dir auch deinen Drachen nicht. Ich bin so. Das hast du noch nie gemacht! Doch, hab ich! Wann denn? In einigen Folgen früher, wo ich. Das hätte ich dann gerne mal als Videobeweis. Ja, bitte kommentiert mal, okay? Leute. Ich such's wenn raus. Janine irgendwann mal nett zu mir war in diesen Parts. Ich mache jetzt mal ein bisschen den Sound leiser. Das geht hier gar nicht. Okay. Wen haben wir denn? Ist jetzt noch jemand dazugekommen? Nein, da war doch gerade jemand. So viel ist rausgegangen. Ach, guck mal. Dafür haben wir Bene CZ dabei. Aus Tschechien. Das läuft ja hervorragend. My best magic horse, wow. Nur der Typ weiß jetzt wahrscheinlich nicht, beziehungsweise sie, beziehungsweise er, beziehungsweise es, weiß jetzt natürlich nicht, dass wir jetzt hier so eine Challenge machen. Deswegen wird das hier doppelt interessant. Der darf als einzigste dann dingsen, oder was? Ja, ich weiß nicht, wenn das so CZ Tschechien heißt, wird es wahrscheinlich ein bisschen schwierig, ihm beizubringen, was wir gerade machen. Oh, toll. Da wird er ja gewinnen. Nein, wird er nicht. Wir haben doch zwei Runden. Jetzt stell dich nicht so an, Janine. Okay. Jetzt steh mal gleich auf. Jetzt sei mal wie ein Mann. Ich bin aber kein Mann. Ich weiß. Wäre auch schlimm, wenn du einer wärst. Dann wäre ich was bist du? Ich bin lieber ein kleines Mädchen. Ein Monster, da hast du recht. Oha, sie ist kein Monster. Ein bisschen schon. Guck mal, wir haben sogar zwei Runden, um den Typen fertig zu machen gleich. Aber das ist immer... Janine. Janine ist kein Monster, ja. Janine. Was denn? Oh Gott! Danke! Da haben zwei Leute Sachen ausgelöst. Oh nein, ich hab... Ah, scheiße, ich hab was ausgelöst. Ich muss in der nächsten Runde 10 Sekunden stehen bleiben. Nee, du
hast auch eine Bublé ausgelöst. Oh, scheiße, das war das Reflex. Ich bin so dumm. Oh, und Teddy hat schon wieder an dir bleiben, geil. Ja, okay. Oh, das ist so schlimm, dass ich auch. Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd irgendwie. Ja, ich hab's schon wieder mit meinem Eis. Ich hab's für das komplette rote Team, bockt's einfach nicht. Ja. Teddy was und Bene setzen Leute? Die ganze Zeit Sachen ein. Wer? Okay, war ja vorhin schon dabei. Teddy und Bene. Ja, Bene ist ja nicht so schlimm. Ich mach Teddy weg! Teddy. Ha, okay. Ich habe irgendwie Sandrine oder sowas abgeschossen. Oder Bene, ich weiß es gerade nicht. Ein Drachen ist hinten reingeknallt. Oh Gott, Mundi, bleib mir mit dem Drachen. Liegt! Geh doch weg, Mundi! Nein! Das war Mundi! Was sollte das denn jetzt? Oh Mundi, du stinkst Mundi, halt übel nach Mundgeruch, Welt. Ganz ehrlich. Mundi, du hast Mundgeruch, das ist voll eklig. Echt mal so. Die Zähne. Oder benutzt Mundwasser. Ja. Jetzt habe ich nicht mal einen kritischen Drachen für den nächsten kritischen Drachen. Eine kritische Waffe für den. Ich will das alles nicht mehr. Ich auch nicht. Oh, Alter, Mundi, ich dachte jetzt ein bisschen an. Ich bin so ungerecht. Ja, das war gerade voll französisch. Ich bin so ungerecht. Ja. Dömer fällt das aus die Tor. Oh, Scheiße. Achtung, ne? Ja, gut. Alter, übel das hohe Eis. Ja, geil, Alter, oder? Übel weggeflubberlutscht. So, jetzt hab ich's gesagt. Der Flubberlutsch. Richtig schlimmes Wetter. Nein, Mundi! Mundi ist voll der Anti-Mate, ne? Ja, Mundi ist ultra anti-matig. Ja, ich hab einen Drachen, Alter. Das war so knapp, Mundi. Ich wollte die Medic kriegen. Aber Sassi ist dann in die Bahn gelaufen. Ja, Sassi, jetzt mach doch mal, dass da vorne der zweite Platz und der erste Platz und danke. Bin ich doch, Mensch. Aber die ganze Zeit hängt sie hinterher. Die ganze Zeit. Ich hab Drache. Hilfe. Ich hab Bene irgendwas gegeben. Die Falle. Eis. Hallo, Sassi. Oh, ich hab gerade fast mein eigenes Eis, was ich rechts oben in die Ecke geguckt hab. Oh mein Gott. Erste. Nein! Oh mein Gott! Ich glaube, ich werde letzter. Ne, doch nicht. Ich werde nur zweitletzter. Alles gut. Alles gut, nicht letzter. Alles was? Gut, immerhin nicht letzter. Wer ist denn jetzt Caligua? Kenn ich nicht. Okay. Ich habe das Gefühl, das sind alles nur Leute, die nicht zu uns gehören. Also auch Teddy Queen. Muss auch stehen bleiben. Scheiße, Alter. Ich nicht. Wie lang? Ja, 10 Sekunden, ne? Was? 10 Sekunden, ja, easy. Ja, well, ich habe auch wenig aus Reflex eine Bubble ausgelöst. Ich muss definitiv jetzt einmal stehen bleiben, weil ich direkt am Anfang Hufeisen. Das erste, was ich gekriegt habe, habe ich einfach mal übel ausgelöst und dachte mir einfach, in dem Moment, nehme ich die Taste drücke, so, oh shit. Ich habe Spaß, hier stehen zu bleiben, ne, bei der Map. Warum? Weil der Anfang läuft. Ja, da müssen wir halt direkt auf S drücken und warten, bis wir stehen und dann bis 10 warten halt. Nein, ich würde einfach warten, bis man ausgebremst ist und direkt auf S drücken. Na, doch auf S drücken, natürlich direkt okay. Auf S drücken. Auf S wird hier gedrückt! Okay, ich bin auf S. Und zwar genau jetzt. Wohin und jetzt bis 10 warten. Jetzt los, rennt! Los! Rennt! Warum musst du eigentlich... Hä? Ach, Mundi und Sassi hatten gar nichts abgeschossen. Nee. Lass mal kurz Saria-Maus vor, Sassi, und dann, geht's ab, Alter. Geb ich ihr den Blitz. Mundi, du auch. Lass sie mal vor. Und dann müsst ihr aus dem Weg gehen. Jawohl. Und jetzt kommt der Blitz. Da ist er. Geil. Nein, Mundi! Wie? Hat sie dich jetzt da reingedrückt? Nein. Ich stand und Sassi ist lieber mich gelaufen. Ich hätte einen kritischen Drachen. Oh, lol. Aber wir hätten vor allem die Sachen nicht auslösen dürfen, ne? Oh, lol. Okay, nächste Runde stehen bleiben. Alter, war das dumm. Jetzt darf jeder stehen bleiben. Ne? Alter, war das dumm. Aber es sagt mir auch niemand, weißt du? Mir ist das so aufgefallen. Also ich darf dann... Noch, weißt du, wir hatten noch so ultra viel Zeit irgendwie, dadurch, dass Sassi und Mundi ja noch stehen bleiben mussten, aber ich hab's dann einfach nicht gecheckt. Alter, das Sondren ein Anti-Team ist, uns der Typ entgeht, die steht.
Was? Verstehe ich Darf nicht. Ich an Sie, da stand Team jemand, diese Caligula steht die ganze Zeit. Und dann steht das der anderen gegen sie reitet, um ihr den Drachen zu geben. Aber ihr war es ja egal gewesen. Reitet sie aber 5 Meter von ihr entfernt weg. Und legt sich lieber auf die Schnauze. Alter Schwede. Oh. Was? Scheiße. Also das war ja schon irgendwie ein bisschen blöd jetzt gerade von mir eben. Das war aber ich war so, ich war so übel gut drauf, dass ich jetzt so einen wunderschönen Blitz hab, weißt du? Beim Drachen, den ich bekommen hab, hab ich Sandrine gegeben und Sandrine hat ihn dir gegeben. Hauptsache so. Wir mit alle drei gerade einen Schatten bekommen. Ja, das war echt ein bisschen sinnfrei. Bisschen? Oh, Darius, komm! Ja, ist egal, wir haben noch eine Runde. Hallo Sassi! Hi! Wie geht's dir? Gut! Darf ich dir mal an deinem Po vom Pferd schmatzen? Achso. Ja, gut. Wieso bist du schneller als ich? Ja, weil ich ein geiler Typ bin, guck! Geh weg, da Sassi! Jetzt drängt euch beide ab, Mann! Ja, geh weg, da Sassi! Geh weg, das war's so! Sassi, wenn du einen Drachen hast, genau! Oh, Scheiße! Nein! Ich dachte, ich werde abgeschossen. Immer nur dann Geilen. Warum bin ich eigentlich immer nur Zweite? Nein! Was? Ich muss da mal kurz vorbei! Felix, das ist ein Scheiß! Hier! Ah, ich hab den kritischen Drachen! Aber Willi, ich hab geschult, hatten jetzt alle mal unten nach vorne kommen. Nein! Gib doch mal Gas, Sassi! Wegen dir ist Teddy Queen jetzt vorne! Du hast mich abgeschossen! Schieß die doch mal ab! Ich hab ne Waffe! Shooten! Toll, oh nein! Toll! Danke, Sassi! Ist natürlich Sassis Schuld! William, das war deine Schuld! Es ist Sassis Schuld, definitiv! William, das war deine Schuld! Weil nur, weil du so kacke bist, aber auf dem 5. Platz gelandet bist, Janine! Das weil ist ich nicht jetzt bekommen, weil William mir keiner mehr war! Weil du sie so weggemacht hast! Dadurch, dass William mich abgeschossen hat, hab ich ihn abgeschossen. Dadurch hat er dann verloren. Ja, so siehste. Also haben wir hier keinen Erklärungsbedarf. Janine, Sassi ist dran schuld. Nein, Ende. Du Doch. Bist dran, du da, bist dran dafür, schuld. Dafür, dass Sassi mir am Ende meinen Sieg William, genommen hat, bin ich schuld. Nicht dran schuld. Ich wäre Erster geworden. Und zwar William, easy. Was ist mit stehen bleiben? Wir müssen jetzt alle stehen bleiben. Ja. Nee, ich nicht. Doch, Mundi, du auch. Warum? Ich habe ja nichts geschootet. Menschenskinder. Ich hab abgeschossen. Den Drachen habe ich ja bekommen von irgendjemandem. Ihr macht mich fertig, wisst ihr das eigentlich? Du machst uns fertig. Nein, du hast mich gerade eben meinem Sieg beraubt. Ja. Okay, Leute, du inkompetentes Stückchen Code. Ja, und stehen bleiben alle, ja, vor allen Dingen. Ja, das wird geil. Das wird mein Pferd geil. Ist verletzt. Geil. Meins auch, meins hat einen kleinen Bruch. So geil. Ja, einfach mit einem Bruch weiter solange reiten. Solange das Pferd nur erbricht, ist alles gut. Alle stehen bleiben. Was? Ja. Ach, 10 Sack. Ja, was, aber warum alle? Hä, das stimmt doch gar nicht. Es haben doch Leute nichts abgeschossen. Oh, guck mal, wie nur drei Leute losreiten! Vor allem Sue war ja geistigerweise dabei und ich glaube, gehört eh wieder nicht zu uns. Ja. Ja, ist egal. Oh, los! Wow. Wir müssen da jetzt hinterher! Toll, ich krieg ne Bubble, weißt du? Ich bin so ultra weit hin und krieg ne Bubble. Ich bin so ganz Sachen. Teddy Queen hat schon wieder was benutzt. Oh, scheiße, ich auch! Hab ich auch gerade was benutzt? Ich ja, weiß es und nicht. Ja, ich hab die Bubble auch gerade weggetan. Ich glaube, ich habe gerade eben eine Bubble gehabt und habe die benutzt. Ja, oh, das ist echt eine super beschissene Challenge. Ganz ehrlich. Das klappt nicht. Nee, das ist echt eine Kack-Challenge. Super Kacke. Nö. Die hat gerade schon wieder fast ausgelöst. Ich wollte gerade schon so das sagen, Dusty, schieß mal. Dusty, schieß mal, bitte. Oh, Manu. Alter, Johnny! Hast du sie abgeschossen? Nein, ich hab sie weggedrängt. An die Wand. Oh, hier ist so ein Britzelball. Ich würde ihn so gerne auslösen. Ich hab auch einen Drachen. Ich hab einen. Ich hab einen Britzelball. Ich hab auch einen Drachen. So, okay, jetzt gut, kann ich endlich mal wieder. Es wird doch langsam Zeit. Mensch. Wir müssen irgendwie ans Zu da vorne reinkommen.
Ja, die ist ziemlich weit weg, habe ich das Gefühl, weil Sassi das irgendwie nicht so ganz gerallt hat, da vorne ihren Platz zu verteidigen. Ja, ich warte die ganze Zeit nicht. Ich warte die ganze Zeit nicht. Hä, Sue fällt gerade ganz nach hinten auf den 7. Platz irgendwie. 8. Platz. Ja, weil sie, glaube ich, einen Disconnect hatte oder so. Ja, das ist nicht so schlimm. Alles ist gut. Ich hab nicht abgeschossen. Los! Ja, was denn? Hallo! Hallo! Was? Woher kommt der? Ich hab das alles schon wieder verpeilt. Sondra ist einfach direkt in mir geritten und hat ihn nicht genommen. Alles klar. Fair und so. Ich löse jetzt aus Versehen gar nichts mehr aus. Das ist voll kacke. Ernsthaft, er hat mich jetzt beeilt. Das eine Runde oder noch zwei Runden? Noch die, das ist hier die letzte Runde. Ich habe aber gerade Sorn drin so richtig schön gegeben. Nein, ich hätte es jetzt geben können. William, renn. Nein, ich bin auch abgeschossen. Jetzt gebt ihr doch was da vorne. Nein, Sassi, nimm das zurück. Nein! Oh, scheiße, das klappt nicht mehr. Ja. Ich bin noch ins Ziel gekommen. Gott sei Dank. Ich hasse dich aber, Sassi. Ich hasse dich einfach abgrundtief. Du bist eine Flöte. So. Sassi macht mich wieder fertig. Abgrundtief. Du machst mich fertig. Nein. Doch. Doch. Definitiv. So, Leute. Ich werde jetzt erstmal mein Pferd hier ein bisschen heilen. Dann werde ich eine neue Runde gehen und dann sehen wir uns morgen direkt in der nächsten Folge von Alicia Online wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.